Hallo und willkommen zum ersten Teil, also zum zweiten Teil, aber zum ersten Action-Teil von Fallout 2. So, Inventar öffnen. Wir haben einen Speer. Was will man mehr? Und mit diesem Speer und Mut im Bauch gehen wir nun in den Tempel und unterziehen uns der Prüfung der Älteren. Hier sehen wir schon die ersten Gegner, mehr oder weniger, die auf uns lauern, nämlich Riesenameisen. Okay, Riesenameisen, dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich habe gleich von Anfang an jetzt die Kampfgeschwindigkeit auf sehr hoch, auf Maximum gestellt. Vielleicht stelle ich die nochmal ein bisschen runter, weil gerade in Kämpfen, wo dann viel passiert, kriegt man nicht mehr mit, was los ist. Und es sieht auch ein bisschen albern aus. Mal schauen, aber jetzt erstmal kriegt die Ameise... Oh Gott... Kriegt die Ameise hoffentlich einen Treffer ab. Nein, kriegt sie nicht, aber wir laufen einfach ein bisschen weg. Dann verbraucht die Ameise nämlich Aktionspunkte und wir können nochmal zustechen. Na komm schon, na komm schon. Ach, komm schon. Ja, das haben wir jetzt davon. Ach so, Riesenameise verfehlt, sehr gut. Na komm schon, hol sie dir. Yes, eine Riesenameise weniger. Die zweite verfolgt uns noch und ist eklig und tot. Kampf beenden. Huh, Gott sei Dank. Vielen Dank. Riesenameisen, habt ihr was für uns? Nein, habt ihr nicht. Außer Erfahrungspunkte natürlich. Sesam, öffne dich. Oder so. Okay, neuer Raum, neues Glück. Schauen wir uns mal da hinten um. Man will ja nichts liegen lassen. Nichts verkommen lassen. Na komm her, Ameise. Ein bisschen näher. Man kann ja mit dem Speer ein Feld weit stechen, was eigentlich echt ziemlich praktisch ist. Ich kann ja sogar über ein Feld hinweg die Gegner angreifen mit dem Speer. Schon sehr cool, aber treffen müsste man halt auch noch. Na, du Ameise da oben, du willst nicht kämpfen. Wir müssen nicht kämpfen. Du kannst auch eine zahme Hausameise werden. Ich nehme dich mit, ich adoptiere dich, ich nenne dich Lucifer. Lucifer, die Höllenameise. Und gemeinsam können wir dann als Vater und Ameise die Welt regieren. Oder du beißt mich jetzt noch dreimal und ich bin tot. Das können wir auch machen. Wie du magst. Oh nee, jetzt bist du tot. Hey! Stirb, Ameise! So, sorry, Ameisen, aber nicht mit mir. Ich bin hierher gekommen, um euch ein Friedensangebot zu machen. Ich wollte euch heiraten, aber ihr habt gesagt, nein, dich heiraten wir nicht. Und ist okay, ihr müsst mich nicht heiraten. Aber ihr müsst mich deswegen nicht gleich beißen. Ihr scheiß Ameisen. Das hasse ich. Sowas hasse ich. Wenn Heiratsanträge immer gleich mit Bissen verneint werden. Ich habe hier ein bisschen Heilpulver. Ich nehme mal eins. So. Du verlierst eins Wahrnehmung. Ja, Heilpulver hat diesen echt blöden Nebeneffekt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eins Wahrnehmung. Das heißt, wir sind blind, taub. Riechen tun wir auch nichts. Gibt es da einen Begriff dafür, wenn man nichts riechen kann? Gibt es bestimmt, oder? Aber keinen umgangssprachlichen, bestimmt nur so einen wissenschaftlichen Ausdruck. Aber es gibt nicht sowas wie blind, taub. Blind, taub, stumm und nasisch. Antinasisch. Gymnasisch. So, kann ich dich looten? Ja, der hat einen Schweif. Sind das eigentlich Red Scorpions? Skorpionschwanz. Ich bin mir nicht sicher. Seid ihr richtige Red Scorpions, weil ihr seid so klein? Er schaut tot. Wie schaut man denn tot? Okay. Oh, da ist noch einer. Ein Skorpion, das sind einfach nur Skorpione. Das sind nicht unbedingt die gleichen, wie Red Scorpions sind. Aber sie sind genauso tot. So, und auch dein Schweif nehme ich mit. Ich bin zwar fast blind, fast taub, riechen kann ich auch nichts und habe auch einen ganz schlechten Tastsinn, aber, und schmecken tue ich sowieso nichts, außer scharf, aber ich bin stark, stark wie ein Bär. Ich zerfetz euch in der Luft, ihr kleinen Insektenarschis, ihr großen kleinen Insekten, ihr kleinen Rieseninsekten, ihr. Naja gut, und Spinntiere, komm her du. Gliederfüßer, ihr alle. So. Ein Skorpion weniger.
Yay, Skorpionschwänze. Ich nehme die einfach mal alle mit, wer weiß. Zumindest verkaufen kann man die. Vielleicht kann man auch wieder Gegengift draus machen. Ich bin ja zum Glück noch nicht vergiftet von denen. Aber man weiß es ja nie. Ein Schritt vor und zwei zurück. Und der Skorpion ist Skorpionsalat. Es sind Feinde in der Nähe. Oh, da oben ist noch einer. Wow. Beinahe hätte er mich erwischt. Da komm her, du. Lauf weg. Oh. Bam. Tot. Tja, Skorpione, legt euch lieber nicht mit mir an. Ich bin crazy und werde euch in kleine Häppchen zerschneiden und essen. Warum eigentlich nicht? Warum lasse ich die eigentlich hier in dem Tempel einfach verderben? Ist doch schade drum. Die guten Skorpione, oder? Die könnte man bestimmt essen. Also gerade so, weiß ich nicht, die Schwänze vielleicht, wenn man den Stachel abbeißt. Ich kann mir vorstellen, der besteht hauptsächlich aus Muskeln. Die Tür scheint verschlossen zu sein. So. Können wir die vielleicht irgendwie öffnen? Mit einem Öffnungsskill? Ja, aufgebrochen. Also auch Schlösserknacken gehört zur Prüfung der Ältesten. Kluge Älteste. Kluge Älteste sind es. Was ist denn jetzt los? Was war denn das? War hier gerade ein Kampfgeräusch? Kluge Älteste auf jeden Fall, denn... Oh, hier sind Fallen und Speere werden nach mir geworfen. Wow. Ihr seid ja mal scheiße. Denn Schlösserknacken ist in der Tat ein unfassbar wichtiger Überlebensskill. Ah, da unten liegt noch einer. Ich habe gerade die Taste gefunden, mit der man sich Sachen anzeigen lassen kann, die rumliegen. Nimm ihn. Ja, hier. Komm, der ist schwer anzuzielen. Okay, da unten. Oh, jetzt reicht's aber. Hey, kommen da eigentlich unendlich viele raus? Habe ich eine Speermaschine gefunden? Ja, es scheint so. Ah, das sind Druckplatten im Boden, oder? Vielleicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich Glück. Kein Speer hat mich getroffen. Und ich sammle jetzt wirklich mal Speere ein, denn man kann Speere auch als Wurfwaffen benutzen. Und ich bin zwar jetzt leider nicht der beste Werfer, aber zur Not könnte man schon mal ein bisschen mit Speeren um sich werfen. Oder? Theoretisch. Ich kann ja mal... Ja, jetzt reicht's. Ach so, das sind wirklich nur so kleine Stöckchen. Naja, verkaufen kann man die auch. So, da lang sieht's aus, als würde es weitergehen, also gehen wir natürlich erst in die Sackgasse. Komm her, Skorpion. Oh, das sind gleich zwei, direkt ineinander gemorpht. Mist, kein davon getötet, ein bisschen zurücklaufen, sehr schön. Das ist nämlich immer der Vorteil, deswegen habe ich so gern 10 Aktionspunkte. Das sichert nicht nur, dass du mehrfach angreifen kannst, sondern es ermöglicht dir meistens auch noch zu flüchten, zusätzlich zum mehrfach angreifen. Und dadurch, dass du zwei Felder gehst, müssen dir Nahkämpfer zwei Felder hinterherlaufen. Jetzt haben die aber vielleicht oder wahrscheinlich sogar weniger Aktionspunkte wie du und können eben nicht mal schnell zwei Felder gehen und dann trotzdem noch angreifen. Und damit alleine kann man Nahkämpfer schon immer... Ah, meine Tragekapazität ist erreicht. Das habe ich mir gedacht, aber wer braucht schon so viel Skorpionschwänze? Das, glaube ich, reicht jetzt auch mit 5. Was haben wir hier? Heilpulver. Das brauche ich, glaube ich, schon. Zumindest schadet es nicht, oder? Ich habe übrigens den Unofficial Patch auf das Spiel installiert. Das bedeutet im Grunde, dass das Spiel repariert ist. Das heißt, es wird nicht so oft abstürzen. Es sind viele andere Fehler einfach auch behoben. Hat jetzt für uns den Nachteil, den finde ich verschmerzbaren Nachteil, dass manche Dialoge, manche Teile im Spiel Englisch sind. Denn wenn jetzt zum Beispiel irgendein... Übersetzungsfehler im Spiel war, auch den hat dieser Patch, Übersetzungsfehler sage ich schon, ein Rechtschreibfehler, ein Grammatikfehler, ein Logikfehler in der englischen Sprachausgabe oder im englischen Text im Grunde vorgekommen ist, dann patcht dieser Patch auch diese Fehler und die werden dann natürlich nicht ins Deutsche übertragen. Das heißt, es kann gut passieren, dass wir des Öfteren mal einen englischen Text haben. Ich werde den einfach, so gut es geht, ins Deutsche übersetzen. An dem soll es ja nicht scheitern. Und dann dürfte das kein Problem sein. Greifen wir mal in die Vase. Und wir finden C4-Sprengstoff. Ja, erwartet man auch hier in den Tempel. Warum auch nicht? So, gut. Ich glaube, den brauchen wir auch, um die Tür da zu sprengen, nehme ich an. Wenn ich mich auch recht erinnere und so. Aber vorher gehen wir nochmal da hoch, wo wir nochmal... Hö? Ameise. Tot.
eine Schatzkiste finden. Eine Schatzkiste mit Antidot, Gegengift. Aber wir sind gar nicht vergiftet. Außer ich... Nee, wir sind nicht vergiftet. Die Ameise hat uns anscheinend beim letzten Mal nicht bemerkt. Ameisen haben anscheinend genauso eine gute Wahrnehmung wie ich. Auf die muss man schon fast drauf treten, damit sie merken, dass man da ist. Yeah. Wann kriege ich endlich mein erstes Level? Eigentlich. Ich habe jetzt schon so viel Ameisen zerstampft. Am Anfang geht es doch eigentlich immer recht schnell. So, jetzt pass auf. Ich stelle dich auf eine Minute und lass dich fallen. Wie eine heiße Kartoffel. Jetzt laufen wir ein bisschen weg. Ich verstecke mich da hinterm Eck. Und jetzt warten wir. Dürfte ungefähr so in, ich weiß nicht, 40 Sekunden von jetzt explodieren. Mir tut das Handgelenk schon ein bisschen weh. Ah, ich sitze schon wieder zu lange am PC. Es ist echt schlimm. Ich brauche echt bald so eine Schiene mal. So ein Schienengerät. Das ich mir dann um die Hand schnalle, damit ich dann Züge schießen kann. Das wäre ziemlich cool. Aber ist leider teuer. So ein Zugschleuderschienengerät. Hey, eine Explosion, ein Loch in der Mauer und wir können weiter ins nächste Gebiet. Nächstes Gebiet. Okay, hier haben wir eine Tür und da wartet schon unser Fahrlehrer, der uns gleich unseren Heldenführerschein ausstellen wird. Aber erst gehen wir nochmal nach rechts, wo wir hoffentlich nochmal gegen mehr Skorpione kämpfen. Hallo, Skorpion? Ich spieße dich mit meinem Stachel auf. Okay, jetzt bist du dran. Jetzt darfst du mich mit deinem Stachel aufspießen. Ist nur fair. Ich hatte meine Chance, finde ich. Jetzt bist du dran. Au, der spießt mich echt ganz schön her. Vergiftet sind wir jetzt auch, aber ist alles halb so schlimm. Jetzt, hallo, was bist denn du für ein... Anscheinend haben die Skorpione jetzt ihren Helden ausgepackt. Skorpionheld Scorpio. Der wird uns jetzt mal zeigen, wie ein richtiger Skorpion kämpft. Ja, der hat's drauf. Der, mit dem ist nicht zu scherzen. Oh, da kann ihn unser Held gerade nochmal zu Boden ringen. Aber, wow, Heilmittel reingeworfen und zwar schnell gegen Gift genommen. Ich hoffe, die beiden interagieren jetzt nicht irgendwie blöd in unserem Blut. Wird schon gut gehen. Ohne ärztlichen Rat verschiedene Medikamente gleichzeitig einnehmen, ist ja immer so eine Sache. Aber es sieht ganz gut aus. Skorpion, du wirst jetzt auch gepiekst. Und zwar ordentlich. Der muss schon wirklich, das ist schon echt gut. Die zwei Aktionspunkte, die wir nochmal weglaufen können, helfen uns jetzt am Anfang schon sehr viel. Ich habe ehrlich gesagt den Kampf mit Nahkampfwaffen, also den Skill, die Spezialisierung auf Nahkampfwaffen, auch mit dem Anfang des Spiels im Hinterkopf gewählt. Jo, Heilmittel und Gegengift, das haben wir gerade eben verbraucht. Es ist nett, dass das in der Kiste ist. Vielleicht landet alles, was ich verbrauche, in der Kiste. Vielleicht ist es so eine magische Dimensionskiste. Vielleicht war auch nur zufällig das Gleiche drin. Wir wissen es nicht. Ich werde es auch nicht überprüfen. Ich werde das einfach mal so als Mysterium im Raum stehen lassen. Ich glaube, ich hätte noch hingehen können. Mensch, die Ameise ist blind und doof und taub und so. Oh, jetzt greift sie an. Na toll. Zack, ich wollte jetzt, aber egal. Egal, was erkläre ich mich lang? Ich habe halt Blödsinn gemacht, aber ist auch halb so schlimm. Ich glaube, so eine Ameise dürfte jetzt nicht zum Problem werden. Aber das hier ist schon die Endboss-Ameise, habe ich das Gefühl. Die ist, mit der ist auch nicht zu spaßen. Auch die treffen wir nicht. Und jetzt ist sie tot. Okay, das war ein leichter Endboss. Aber gut, Kiste. Kiste. Mit nichts drin. Okay, Tür. Tür mit Öffnungsmechanismus. So, hallo. Sei gegrüßt, Bird Rider. Ich habe die Ehre, deine letzte Herausforderung zu sein. Bevor du dich auf die Suche begibst, doch stimmt schon, musst du mich im unbewaffneten Kampf besiegen. Sollen wir anfangen? Zuerst will ich dir einige Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Warum müssen wir kämpfen? Der Pfad des auserwählten Wesens ist kein einfacher Weg. Übrigens, auserwähltes Wesen mag sich so ein bisschen komisch anhören für viele. Ist ja auch ein komischer Begriff. Im Englischen heißt der Auserwählte The Chosen One. Und The Chosen One ist ein relativ normaler Begriff, der sich übersetzt in der Auserwählte im Endeffekt. Das Problem ist nur, oder das Gute in dem Fall für englisch sprechende Videospielhersteller ist, dass sich The Chosen One
Das ist geschlechtsneutral. Das lässt sich sowohl auf einen männlichen als auch auf einen weiblichen Spielecharakter beziehen. Während der Auserwählte schwierig ist, weil das müsste dann eben heißen, die Auserwählte. Und das ist halt sehr viel Aufwand in so einem Spiel, immer das passende, ne, ihr versteht das Problem. Deswegen hat man gesagt, okay, dann machen wir halt das auserwählte Wesen, weil dann ist es wieder geschlechtsneutral. Weil es einfach weniger Arbeit ist, weniger Übersetzungsarbeit. Das hat ja schon nichts mehr mit Übersetzung zu tun, da muss man ja schon wirklich in den Programmcode eingreifen, wenn man das anders gemacht hätte. Insofern, deswegen ist auserwähltes Wesen ein bisschen komisch, aber ist halt klar, weil es ist schwierig. Was will man sonst als geschlechtsneutraler Begriff für Auserwählte nehmen. Außer sie hätten schreiben können, der Pfad des Schrägstrich der Auserwählte Schrägstrich N. Das wäre auch gegangen, aber gut. Bricht vielleicht auch so ein bisschen die Immersion, deswegen haben sie halt auserwähltes Wesen genommen. Ist schon okay. Warum nicht? Kann ich verstehen. Okay, der Pfad des auserwählten Wesens ist kein einfacher Weg, Bird Rider. Du wirst dich in deinem Leben vielen Herausforderungen stellen müssen und am schwierigsten hierbei wird der Umgang mit deinen Mitmenschen sein. Es wird eine Zeit geben, in der Diplomatie und Taktgefühl sich als nutzlos erweisen und du die Hand erheben musst. Diese Herausforderung bereitet dich darauf vor, einen anderen Menschen in die Augen zu sehen, in dem Wissen, dass du ihn möglicherweise töten musst. Verstehe. Was möchtest du sonst noch wissen? Ist es ein Kampf auf Leben und Tod? Nein, mein Freund, du musst mich nur besiegen. Wir werden den Kampf zu der gegebenen Zeit beenden. Alles klar. Du sagst es mir, es ist ein Kampf ohne Waffen? Ja. Waffen entfremden uns vom Kampf und das, aber wisst ihr, was irgendwie keinen Sinn macht? Einerseits sagt er mir, nein, ich muss jetzt hier lernen, einen Menschen gegebenenfalls zu töten, wenn es sein muss. Aber gleichzeitig ist es kein Kampf auf Leben und Tod. Wäre natürlich auch blöd, wenn ich jetzt hier den töten müsste. Ich meine, oder? Also wirklich. Aber gut. Also ja, Waffen entfremden uns den Kampf und desensibilisieren uns für die Auswirkungen unserer Handlungen gegen andere. Wenn du einen anderen Menschen, ein anderes menschliches Wesen mit der bloßen Faust triffst, fühlen beide den Schmerz und du, den du verursachst. Der Kampf wird dann persönlich und realistisch. Dies ist eine wichtige Lektion, die du zu lernen hast, Bird Rider. Ich verstehe. Lass uns diesen Kampf hinter uns bringen. Sehr gut. Sollen wir beginnen? Ich bin bereit. Hervorragend. Deine Sachen werden draußen in der Kiste aufbewahrt. Du bekommst sie nach dem Kampf zurück. Möge der Kampf beginnen. Viel Glück, Bird Rider. Bam. Da ich nicht weiß, ob wir hier jetzt sterben können, ob uns hier jetzt irgendwas passieren kann, werde ich jetzt mal hier Kampf safe machen. Mal schauen. Ich werde jetzt auch kein Heilmittel nehmen. Habe ich auch, glaube ich, gar nicht. Wir machen jetzt das Beste draus. Wir kämpfen hier einfach um unser Leben gegen den Kerl hier. Nicht um unser Leben eben. Das ist ja gerade das. Okay. Boxen oder starker? Ich mache jetzt einen gezielten starken Tritt. Ein gezielter starker Tritt auf den Torso. Bam! Ja, okay. Immerhin. Und noch einen starken Tritt hinten nach. Bam. Okay, starker Tritt. Bam. Noch ein starker Tritt. Ausgewichen? Nicht schlecht. Ich beende jetzt den Zug, weil dann kriege ich ein bisschen mehr Rüstung. Oh, er macht auch einen starken Tritt. Und er schlägt nochmal. Oh, und er schlägt sogar nochmal. Was ist mit dir los? Und noch ein starker Tritt. Hua. Und Boxen. Du hast mich besiegt. Du bist wahrhaftig würdig, auserwähltes Wesen. Hey, wenn du wüsstest, wie knapp das war. Ich bin wirklich nur noch auf mein... Wow.
Ah, schön, oder? Der Anzug des Vault Dwellers aus dem ersten Teil ist natürlich ein super nostalgischer Moment. Und jetzt haben wir den Original Vault 13 Suit, den schon unser Vorfahr im ersten Teil tragen durfte. Ist es nicht irgendwie total cool? Das ist, finde ich, ein schöner Aufhänger für eine Fortsetzung. Schön, sehr schön gemacht. So, auf was leveln wir hoch mit unseren 20 Punkten? Ich würde sagen, ich mache mal 10 Punkte machen wir 5 Punkte in Nahkampf, gleich mal für die Zukunft 10 Punkte in Energiewaffen und die 5 Punkte kommen nochmal in Dietrich. So, okay, sehr schön. Und dann würde ich auch schon sagen, mache ich jetzt hier nochmal ein drittes Safe Game, das nenne ich, keine Ahnung, Stadt, damit ich so ein Kampf-Safe-Game habe und so ein reguläres Safe-Game und das Anfangs-Safe-Game werde ich wahrscheinlich behalten. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge mal an der Stelle und dann reden wir mal hier mit unseren Stammesgenossen und Genossinnen und Genüssigen, Genüsslingen und Genüssigen, Genüsslingen. Und insofern würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Beim nächsten Mal geht's genau hier weiter. Und ich freue mich echt schon drauf. Yeah, ich bin gehypt. Fallout 2 Hype. Ah, ich finde das schön. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.